Hier ist wieder Olaf und heute geht es um meine Zielerreichung und die kommenden zukünftigen Ziele, die ich nächstes Jahr erreichen möchte. Im Bereich Fitness und Ernährung, ich führe da Listen über Ziele, die ich im Privaten erreichen will, im Beruflichen und jetzt nochmal explizit gesplittet nach Fitness und Ernährung. Auf jeden Fall, was ich dieses Jahr erreicht habe, dieses Jahr habe ich meine Fitnesstrainer-Ausbildung gemacht, die C- und die B-Lizenz. Und ich arbeite auch als Fitnesstrainer, es macht mir sehr viel Spaß. Also ich wollte was mit diesen Lizenzen anfangen und dann habe ich auch ein schönes Studio gefunden, in dem ich jetzt als Fitnesstrainer tätig bin, arbeiten darf. Und daran geknüpft sind natürlich noch meine zukünftigen Ziele, was ich noch erreichen möchte. Des Weiteren habe ich jede Menge beziehungsweise 3 Bücher gelesen, beim dritten bin ich gerade noch dabei, über Fitness und Ernährung. Ich habe gehofft, dass es ein bisschen mehr ist, aber das war es nicht. Link zu den Büchern gibt es unten in der Videobeschreibung. Ein Buch davon ist hier, Sportanatomie, ein sehr empfehlenswertes Buch. Da geht es auch im Bereich Fitness, Stretching, geht es um Muskel, um Erkrankungen, Krankheitsmuster, wie die Muskulatur verläuft. Also es ist ein sehr, sehr, sehr schönes Buch. Hier zum Beispiel die Muskeln im Handgelenk und im Finger. Oder die Muskeln des Oberschenkels. Auf jeden Fall ein sehr empfehlenswertes Buch meinerseits. Da lernt man einiges über die Sportanatomie. Des Weiteren habe ich hier noch ein Buch gelesen. Ernährungsstrategien im Kraftsport und Bodybuilding. Auch ein sehr, sehr schönes Buch. Da geht es dann halt auch um verschiedene Fettabbaustrategien, um verschiedene Muskelaufbaustrategien. Auf jeden Fall auch sehr empfehlenswert. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Und derzeit bin ich noch am Lesen, Werde ein geschmeidiger Leopard. Habe ich ungefähr ein Dreiviertel gelesen. Bin ich jetzt noch dran. Da geht es dann auch um verschiedene Haltungsmuster bei der Übungsausführung. Zum Beispiel, wie man ordentlich Kniebeuge macht, wie man ordentlich Kreuzheben macht. Auf jeden Fall auch ein sehr, sehr empfehlenswertes Buch. Genau, was für Ziele bin ich gerade am Erreichen? Gerade mache ich ja dieses Vitaminlexikon-Video auf YouTube. Und ja, da bin ich halt dran. Ich wollte es eigentlich dieses Jahr noch fertig machen, aber irgendwie hat mir manchmal die Motivation gefehlt, mich dann weiter über Vitamine zu informieren. Deshalb geht das in Verzug und schiebt sich auch ins Jahr 2018 mit rein. Dann möchte ich noch einen definierten Körperbau von 85 Kilo anstreben. Das war eigentlich auch ein Ziel, was ich dieses Jahr erreichen wollte. Habe ich auch nicht geschafft. Ich wiege jetzt 86 Kilo, aber die sind nicht ganz definiert. Genau, da will ich auf jeden Fall bis zum Sommer hinkommen. Und dazu will ich dann noch verschiedene Calisthenics-Elemente einbinden. Zum Beispiel Human Flag, Muscle-Ups, also diese ganzen Eigenkörpergewichtsübungen, Pistol Squat, Front-Lever, Back-Lever. Es macht auf jeden Fall sehr Spaß und man erhöht auf jeden Fall seine Core-Spannung, was einem auf jeden Fall bei anderen Übungen wie Kniebeuge, Kreuzheben und so weiter hilft, wenn man eine stabilere Core-Spannung hat. Auch allgemein im Alltag ist es leichter, seinen Oberkörper stabil zu halten. So, jetzt habe ich hier meine Ziele, die ich gerade noch dabei bin zu erreichen. Und jetzt möchte ich noch meine Ziele für 2018 niederlegen. Und da steht drauf, dass ich auf jeden Fall noch weitere Bücher lesen will. Ein paar von diesen Büchern habe ich hier liegen. Keine Ahnung, wie die sind. Und natürlich zu diesen 5, die hier noch liegen, will ich noch weitere Bücher lesen im Bereich Fitness und Ernährung. Das war es jetzt erstmal von den Büchern. Die Bücher, die ich schon gelesen habe, die verlinke ich unten. Dann habe ich natürlich noch weitere Ziele, die ich erreichen will. Ich drehe ja momentan ein Vitamin-Lexikon. Dann will ich noch ein Mineralstoff-Lexikon und vielleicht noch ein Aminosäure-Lexikon drehen für euch und das auf YouTube hochladen. Des Weiteren will ich meinen Kanal noch ein bisschen erweitern, um noch mehr Wissensvideos hochzuladen. Ja, auf jeden Fall will ich noch meine Fitnesstrainer-Lizenzen auf diesem Niveau, will ich mich natürlich auch noch verbessern. Da möchte ich dann noch meine Gruppenkurs-Trainer-Lizenz machen. Habe ich Interesse dran, habe ich Lust drauf. Und noch meine Fitnesstrainer-A-Lizenz vielleicht, mal schauen. Ja, natürlich will ich auch noch weitere Ernährungsvideos hochladen mal wieder. Und dann habe ich noch 2 Specials, die wollte ich eigentlich dieses Jahr auch umsetzen. Ich habe schon angefangen damit, habe es leider nicht geschafft, beziehungsweise ich habe angefangen. Um was genau es sich da handelt,
Darüber erfahrt ihr mehr, wenn es soweit ist, wenn es fertig ist. Lasst euch da einfach mal überraschen. Ich hoffe, ich kriege es nächstes Jahr fertig. Das ist jetzt keine Garantiezusage. Wäre schön, auch für mich, wenn ich das fertig kriege. Seid auf jeden Fall mal gespannt. Und bis dahin, was sind deine Ziele für das Jahr 2018? Jetzt explizit auf Fitness und Ernährung. Setzt du dir Listen, schreibst du dir auf, was du erreichen möchtest, was deine Ziele sind, oder behältst du alles im Kopf? Aber so eine Liste ist auf jeden Fall super, wenn man da so coole Häkchen dran machen kann. Dann weiß man, ob man das erreicht hat oder nicht. Und woran man vielleicht noch ein bisschen arbeiten muss, zum Beispiel an der Disziplin, mehr lesen. Je nachdem, was für Ziele du dir setzt, wäre cool. Wenn du Lust hast, kannst du mir gerne mal deine Ziele zusenden, was du erreichen möchtest. Ich bin auf jeden Fall gespannt über deine Antwort. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Tschüss.